Herzlich willkommen aus dem alten Bahnhof aus Düsseldorf im Stadtteil Oberkassel. Also das bedeutet eine neue Ausgabe vom Bernecker Stammtisch. Wen darf ich heute für Sie begrüßen? Björn Drescher von Drescher & Cie, Fondsspezialist. Dann Volker Schulze, der Aktionärsbrief, und mein Chef, den ich am liebsten begrüße, Jens Bernecker. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Man muss auch mal vor der Kamera schleimen. Wenn die Kamera aus ist, sieht die Sache wieder ganz anders aus. Dann stehe ich in seinem Büro. Aber jetzt muss man das erstmal genießen. Und ich kann noch was genießen. Schauen wir aufs Aktienspiel von letzter Woche, wer da gewonnen hat. Ja, ich wollte nicht Letzter werden, ich bin sogar Erster geworden. Donaldson hat als einziges Unternehmen oder als einzige Aktie ein kleines Plus erwirtschaftet. Der Rest im Minus, Yahoo, aber man muss zur Verteidigung von Herrn Schmidbauer sagen, kurz nach Spielende hat sich Alibaba.com in Stellung gebracht und nachbörslich hat die Aktie schon über 4% zugelegt. Also wäre das Spiel einen Tag länger gegangen, wäre das wohl an der Spitze anders ausgegangen. Dann haben wir noch Vision von Herrn Klinzing, leichte Minus, und Oliver Kante mit Jenoptik ein etwas größeres Minus. Volker, das musst du jetzt dann rausreißen heute wieder, ne? Der Aktionärsbrief hat also hier den letzten Platz gemacht, aber du hast dafür die Runde bezahlt. Erstmal danke, dass ihr da seid. Gerne. Prost. 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 Danke, Volker. Ja, Mittwoch. Wer hätte damit gerechnet? Auf einmal haben sich alle guten Nachrichten auf einmal überschlagen. Zuerst haben die Zentralbanken zugeschlagen. Wir haben gute Konjunkturdaten aus Amerika. China hat was am Zins geändert. Eigentlich sah es so aus, als wenn sich alle hinter verschlossenen Türen abgesprochen haben. Mittwoch lassen wir es raus. War das jetzt die Wende? Weil der DAX hat ja über 4% gemacht. Nein, also ich wäre da sehr vorsichtig, da jetzt sofort die Wende auszurufen, weil erstmal zeigt die Erfahrung, dass solche DAX-Sprünge meist nur von kurzer Dauer sind. Deswegen sollte man das nicht übergewichten oder überbewerten vielmehr. Aber es ist natürlich schon bemerkenswert, dass es überhaupt eine konzentrierte Aktion gegeben hat. Das war jetzt so schnell nicht zu erwarten. Vor allen Dingen, weil es ja an konzentrierten Aktionen in den letzten Monaten eher gefehlt hat, insbesondere mal von der politischen Seite. Und wenn das dann seitens der Zentralbank passiert, dann ist das natürlich für die Märkte immer ein positives Signal, wenn viel Geld in den Markt gepumpt wird. Das war immer schon so, dass auch wenn die amerikanische Zentralbank alleine immer monetär aktiv gewesen ist, dann haben die Börsen das natürlich bejubelt. Das ist gar keine Frage. Und es kam mit Sicherheit auch nicht zur falschen Zeit, denn es kursierten ja im Markt schon die Sorgen hinsichtlich der Liquiditätsflüsse im Interbankenbereich. Und die Banken sind ja auch wieder ins Kreuzfeuer geraten durch die Ratingagenturen. Also insofern war das vom Timing her sicherlich nicht schlecht. Wäre das nicht passiert, hätte es wahrscheinlich eine Base-Spekulation auf die Banken gegeben und dann hätte die Situation durchaus eskalieren können. Also insofern sind wir natürlich da dankbar, dass wir damit auch erstmal die technischen Risiken aus der Welt geschafft haben. Und es verschafft uns in der Tat ein bisschen Luft nach oben. Und man sieht aber auch an dem gestrigen Tag, wie überverkauft der Markt gewesen ist. Weil in dem Moment, wo eine solche Nachricht kommt, dann geht das wie ein Gummiband, schießen die Kurse um 6-7% nach oben, teilweise für Banken und Versicherungen. Und das zeigt eigentlich, dass der Markt tendenziell eher nach oben will als nach unten, ja, und dass solche Gelegenheiten gesucht werden. Andersherum, heute kommt auch nicht das große Kasse machen, weil das wäre ja wieder der Umkehrschluss gewesen, dass heute viele Anleger gesagt hätten, ja wunderbar, ja, da komme ich ja noch ein bisschen besser aus der Allianz raus und gehen dann direkt wieder raus. Das ist also nicht der Fall. Und ich glaube, das ist eine Tendenz, die sich in den nächsten Monaten fortsetzen wird, dass wir tendenziell positive Märkte behalten werden, aber mit großer Volatilität, wo es auch mal wieder schwache Wochen geben wird, dann wird es wieder ein paar hundert Punkte nach unten gehen. Aber wie gesagt, solange die Grundtendenz positiv ist, bin ich da jetzt erstmal mit zufrieden. So. Aber nochmal, man darf diese ganzen Aktionen nicht überbewerten. Man darf auch nicht vergessen, das ganze Geld, das in den Markt reingepumpt wird, muss ja irgendwann mal wieder rausgezogen werden. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, wird Geld, wenn es rausgezogen wird, keiner weiß wohin. Ich nehme es gerne. Herr Drescher, Fondsspezialist, wie sehr haben denn erstmal, fangen wir mit einem kleinen Rückblick an, die Fonds unter der EU-Schuldenkrise gelitten? Ja, natürlich analog zu den Börsen. Die Fonds geben ja nur das wieder, was an den Börsen passiert. Die Indexfonds 1:1, wie es an den Börsen passiert. Aktives Fondsmanagement kann bremsen. Ich behaupte mal, dass gute Vermögensverwalter aus der Situation eine Schadensbegrenzung haben durchführen können. Richtig gut performt haben die extreme Wetten angegangen sind. Und die können sich natürlich im Nachhinein freuen, dass sie mit ihren Wetten richtig gelegen haben. Wäre es anders gewesen, würden sie heute die rote Laterne hinten halten. Aus einem Schweineohr macht man keinen Seidenschal und dann geht man dafür Risiken ein. Das muss man genau so sagen, wie es ist. Das hat bei der Fondsindustrie natürlich ganz enorme Spuren hinterlassen. Wenn man sich die Absatzstatistiken anschaut vom Bundesverband Deutscher Investmentgesellschaften,
Dann verwalten wir heute rund 20 Milliarden weniger in Fonds als am Jahresanfang. Die Anleger haben ihre Konsequenzen ausgezogen, Mittel den Fonds entnommen. Und dementsprechend gibt es den Druck, der allgemein auf den Muttergesellschaften, der Investmentgesellschaften häufig liegt, wenn man an die großen Bankkonzerne und Versicherungen denkt. Dieser Druck wird natürlich nach unten weitergereicht auf die Investmentgesellschaften. Und man muss kein großer Hellseher sein, um zu sagen, auf Sicht der nächsten 12 bis 24 Monate wird es da ganz erheblichen Rationalisierungsdruck geben und stehen auch mehrere Asset Manager zum Verkauf. Auch große Namen, von denen man das nicht hören würde, für kleines Geld. Ich denke, dass die Meldung von letzter Woche, dass die Deutsche Bank prüft, alles, was sie an Asset Management hat, außerhalb der DWS, dem Markt notfalls gegen einen entsprechenden Obolus zur Verfügung zu stellen. Also wir melden uns ja gerne freiwillig mal zur Verfügung. Das ist symbolischer Preis, ja, 1 Euro. Ist, glaube ich, schon eine deutliche Sprache. Also das hinterlässt Bremsspuren, keine Frage. Die Entscheidung von gestern, wenn ich mir mal überlege, so die Fondsmanager, die ich ernst nehme und die Volkswirte und Chief Investment Officer, von denen ich in der Vergangenheit eine vergleichsweise hohe Prognosefähigkeit abgeleitet habe, dann haben die sich in der Wahl zwischen Pest und Cholera, nämlich die Frage Pest, sollen wir letzten Endes wirklich die Schuldenstaaten hängen lassen und sollen das alles den Bach runtergehen lassen, wenn selbst Daueroptimisten wie Herr Schmieding von Bank aus Bärenberg sagen, sie haben Angst, dass ihnen der Laden um die Ohren fliegt, dann ist das die Pestvariante und die Cholera-Variante. Das ist eben die, wo man sagt, die EZB muss es richten, die EZB muss Geld drucken und muss alles aufkaufen. Und vorletzte Woche war ich auf einer Veranstaltung auf dem sauren Fondsgipfel. Der Herr Ehrhardt, bekannter Vermögensverwalter, der Herr Dr. Bruns, der Herr Huber und Klaus Kaldemorgen, immerhin der Leiter des Aktienfondsmanagements der DWS. Wenn diese vier sich darauf verständigen, dass die Pest die beste Wahl ist, dann würde ich sagen, dann haben die vier gestern zumindest mal ein Indiz dafür bekommen, dass die EZB gewillt ist, in diese Richtung sich zu bewegen, dass die nationalen Notenbanken es mittragen. Und ich denke mal, es wird viel Blick auf die nächste Woche gehen, wenn sich die Staats- und Premierminister treffen, um dann quasi auch einen amtlichen Slogan nach draußen zu bringen, wie das gehen soll. Der Preis, um den wir das langfristig erkaufen, gedrucktes Geld, da wird Inflation sein, keine Frage. Ja, interessant fand ich den Satz, die Fondsmanager, die ich ernst nehme. Ich frage jetzt nicht, wie viel. Oh, es gibt eine ganze Menge, ja, es gibt eine ganze Menge, die ich nicht ernst nehme. Wie Sie nicht wissen, wir haben in unserer Rubrik, wir haben in unseren Briefen eine Rubrik, die heißt Fonds, die Welt nicht braucht. Es gibt auch eine ganze Menge Fondsmanager, von denen man nichts halten muss. Okay, hätten wir das auch besprochen. Wir wollen jetzt nicht wissen, wer es ist. Aber Volker, für dich Anlass, AK vielleicht die Strategie schon zu ändern. Ich meine, ihr wart ja in letzter Zeit eher ein bisschen defensiv. Nur ausgewählte Stories, die sich gut anhören und zum Beispiel auch Unternehmensanleihen, die viel sicherer sind als Aktieninvestment. Denkt ihr jetzt über den Strategiewechsel nach oder viel zu früh? Ich denke, das ist viel zu früh. Zunächst mal muss man ja sagen, was die Notenbanken jetzt da gemacht haben, das ist wie wenn da wir einen Koma-Patienten haben und wir wollen ihn jetzt noch ein bisschen am Leben erhalten. Ja? Das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass sich Banken am Dollarmarkt refinanzieren können, europäische Banken. Dass jetzt deshalb der Markt gleich, wir haben glaube ich jetzt in 3 Tagen fast 13% im DAX zugelegt, dass der Markt gleich so stark anspringt, das ist schon ein starkes Stück. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nachhaltig ist. Ich gehe davon aus, dass wir schon in den nächsten Wochen auch wieder ein bisschen abröckeln werden, spätestens dann zum Jahresbeginn, wenn die großen Refinanzierungsrunden anstehen. Das ist ja nur ein Nebenschauplatz. Der psychologische Effekt, der ist wahrscheinlich wesentlich höher, dass die Notenbanken wirklich im Notfall bereitstehen. Ja? Aber wie gesagt, der Dollarmarkt ist ein reiner Nebenschauplatz, erstmal um die Banken ein bisschen am Leben zu erhalten. Ich gehe auch davon aus, dass irgendeine Bank kurzfristig, eine große Bank wahrscheinlich, kurzfristig in sehr akuten Nöten war und dass man diesen Schritt deshalb jetzt eben durchgeführt hat. Das wird der einzige Grund sein. Und die Notenbank muss jetzt eben dann im nächsten Jahr wahrscheinlich ein Stückchen weitergehen, wenn dann die Italiener kommen und im Frühjahr 160 Milliarden Euro refinanzieren müssen. Dann kommen die Spanier auch noch. Die müssen dann auch nochmal 60 Milliarden Euro refinanzieren müssen. Und bis dahin wird die Unsicherheit am Markt einfach weiter hoch bleiben. Deshalb sehe ich auch keinen Grund, warum wir jetzt von unserer Strategie abweichen. Wir führen ja das Allround-Depot im Moment mit etwa 30% Cash, haben 30% Unternehmensanleihen drin und 40% Aktien. Und dieser Aktienanteil ist auch bunt gemischt, viele defensive Aktien, vielleicht der ein oder andere Zykliker, aber insgesamt bleiben wir bei dieser Linie. Die Märkte werden nach oben auf jeden Fall nicht weglaufen.
Also Koma-Patient, sagen wir mal, ist der Anleihenmarkt. Wenn jetzt die EZB quasi ihre Gelddruckmaschine anwirft und die maroden Staaten, sage ich mal, weiterhin unterstützt und deren Anleihen kauft, wird dann jetzt ein Anleihenmarkt künstlich am Leben gehalten, der eigentlich, sage ich mal, von den Zinsen viel höher stehen müsste, wo man vielleicht auch einen Crash haben müsste, damit man wieder von da aus auf ein normales Niveau zurückkommen kann? Also ich glaube, man kann sich das jetzt nicht so einfach pauschalisieren. Natürlich wird der Markt am Leben gehalten durch solche Liquiditätsmaßnahmen. Das ist auch zwingend notwendig, weil letztendlich geht es ja nur darum, dass die Zinsen wieder auf jenes Niveau zurückfinden, wo sie eigentlich als angemessen im Verhältnis zur Bonität des Gläubigers, des Schuldners, stehen müssten. Ja, und das ist etwas, was immer noch etwas verneint wird. Man ist immer noch so ein bisschen auf der Auffassung, dass weil wir alle im Euroraum gleich unterwegs sind, alle auch irgendwie gleichen Zinsen verdienen. Das ist nirgendwo der Fall. Das hat es auch noch nie gegeben. Es gibt auch keinen plausiblen Grund, warum ein guter Schuldner die gleichen Zinsen zahlen sollte wie ein schlechter Schuldner. Und letztendlich sehen wir jetzt im Moment, dass der Markt versucht, den Renditefächer zu etablieren. Das heißt, das entsprechende Zinsniveau für jedes einzelne Land gefunden wird, was irgendwie akzeptabel ist. Und für Italien und Griechenland liegt das natürlich deutlich höher als für Deutschland. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Das ist das, was wir jetzt sehen, und das wird auch das Ergebnis sein, dass wir zwar den Euro behalten und dann natürlich auch eine engagierte EZB haben, die den Liquiditätsfluss sichert, dass aber letztendlich auch die Refinanzierungswelle, die eben angesprochen worden ist, nur dann erfolgreich ablaufen wird, wenn man für das entsprechende Risiko auch belohnt wird. Und das heißt dann im Falle von Italien wahrscheinlich 7, 8 oder 9%. Und letztendlich ist das auch wünschenswert, dass Italien einen solchen Zins zahlt, weil das ist die beste Maßnahme, dass man selbst zur Haushaltsdisziplin greift. Wenn die Belastungen eben so sind, dass man sagt, uns bleibt gar keine andere Wahl, als jetzt eben mal den Rotstift anzusetzen, damit wir Zins und Tilgung für die nächsten 20 Jahre bezahlen können, dann ist das eben so. Und das ist dann auch ein fairer, ausgeglichener Markt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Euro-Geschichte letztendlich zu einer Verzerrung geführt hat, nämlich alle das gleiche Zinsniveau. Und das war auf Dauer nicht zu halten. Und denn letztendlich sehe ich die EZB nur in der Rolle, dass sie den Weg ebnet, dass dieser Renditefächer erreicht wird. Und natürlich wird sie immer dann einschreiten, wenn es irgendwelche Turbulenzen am Markt gibt. Aber man muss ja jetzt nur auf das Renditebild schauen und dann sieht man ja schon, wo es landet. Und ich glaube, dann bricht auch gar nichts zusammen. Dann wird auch nichts zusammenstürzen, sondern das ist eine ganz normale monetäre Entwicklung, wie wir sie in der Geschichte schon oft genug gesehen haben. Nun werden leider die Zocker mit einer Bürgschaft belohnt. Sie haben den höheren Coupon genommen, hatten das größere Risiko, sind Fehlallokationen eingegangen, wo die Gemeinschaft dann jetzt einspringt. Es ist alternativlos, dass sie einspringt, weil stellen wir uns vor, italienische Staatsanleihen fallen im großen Stil aus. Wenn ich es richtig weiß, die Allianz allein im zweistelligen Milliardenbereich. Das hätte natürlich auch Auswirkungen hier auf deutsche Versicherungssparer und so weiter. Es ist leider alternativlos, aber dass diejenigen, die seinerzeit die höheren Coupons einer griechischen Anleihe genommen haben, wohl wissen, dass es ein größeres Risiko war, aber immer gesagt haben, die Gemeinschaft wird sie nicht hängen lassen, das ist im Grunde genommen eine Bundesanleihe leid. Das setzt leider einen sehr wichtigen Börsenmechanismus außer Kraft, nämlich dass derjenige, der den größeren Ertrag will, dafür auch das größere Risiko eingehen muss. Und deshalb, das meine ich, müssen einfach mit Blick in die Zukunft, die EZB muss einspringen, aber wir brauchen neue Rahmenbedingungen, wir brauchen auch Sanktionierungen auf europäischer Ebene für die zukünftige Schulden- und auch Investitionspolitik, damit das in dieser Größenordnung nicht nochmal passieren kann. Ja, aber war das nicht immer so? Je mehr Rendite ich will, desto höher ist im Grunde genommen mein Risiko, wenn man mal guckt. Auf ja, aber das Risiko war ja am Ende nicht größer, weil man eigentlich schon erwarten konnte, dass bei der Art und Weise, wie sich der Finanzmarkt vollgesogen hatte mit den Anleihen und wer die großen Investoren waren, die niemand würde hängen lassen. Das war vor diesem Hintergrund eigentlich nicht das größere Risiko. Man konnte den größeren Coupon einfach dankenswerterweise als ein, ich sag mal, Arbitragegeschäft mitnehmen. Da muss man natürlich auch fairerweise so sagen, dass die Politik da natürlich auch enorm viel Schuld dran trägt, weil sie ja quasi auch die Banken quasi aufgefordert hat, diese Papiere über all die Jahre zu kaufen. Ich glaube, in der geschichtlichen Betrachtung wird es eben so sein, dass der Markt jetzt als Korrektiv eben arbeitet und mithin erstmal sehr erfolgreich. Und auch wenn es vielen nicht gefällt und die Fehler der Vergangenheit, gerade die politischen, handwerklichen Fehler durch die Einführung des Euros dadurch zutage kommen, im Nachhinein, glaube ich, wird es genau umgekehrt sein. Der Markt hat als Korrektiv sehr erfolgreich funktioniert und da wird man irgendwo sagen, gut, dass er da war. Der Markt, da wäre der Markt nicht dort gewesen und hätte es weiterhin den Schlendrian und den politischen Willen gegeben, dann wäre wirklich irgendwann mal alles zusammengebracht, weil es war einfach nicht mehr zu finanzieren. Also insofern, Sanktionen vom Markt sind schmerzhaft, aber zwingend.
Ja, aber brauchen wir neue Regularien, um die Zocker dann einzugrenzen? Weil wenn man jetzt mal guckt, überall, auch die Deutsche Bank, jetzt kommen sie ja auch, kommt man ja auch an und sagt, selbst Nahrungsmittel oder irgend alles, was an der Börse gehandelt wird, ist überteuert, weil da halt auch die Zocker mitspielen. Ja, aber ich glaube, das wird sich von alleine regeln. In dem Moment, wo die Zins, grundsätzlich das Zinsniveau sich wieder verteuert, dann ist das billige Zockergeld verschwindet da langsam vom Markt. Es gibt ja diese Spekulation nur deswegen, weil es einfach unheimlich leicht war, diese zu finanzieren. Und wir hatten jetzt einen 30-jährigen Zinstrend hinter uns, an dessen unteren Ende wir uns befinden. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die nächsten 30 Jahre wahrscheinlich eher von steigenden Zinsen begleitet werden. Und so wird auch langsam den Spekulanten die Liquidität entzogen. Es wird immer Spekulationen geben, es hat sie immer gegeben, es wird sie auch in Zukunft geben, nur nicht mit dem Hebel. Und dieser Hebel ist ja das, was so gefährlich gewesen ist, nämlich eben durch billiges Geld. Also lassen wir doch da einfach mal die Situation passieren. Das muss man jetzt nicht alles auf ein paar Monate zusammenfärchen, sondern das ist eine Entwicklung der nächsten Jahre. Und auch das wird allein durch den Zins sich langsam wieder beruhigen. Aber ist das nicht vielleicht auch ein Fehler, sage ich mal, der ganzen Gesellschaft, dass einfach immer mehr erwartet wird? Ich meine, wenn ich an der Börse ein Jahr lang den gleichen Gewinn habe und im nächsten Jahr auch wieder, dann bewegt sich meine Aktie nicht. Ich muss ja auf Teufel komm raus versuchen, als börsennotiertes Unternehmen immer alles zu steigern. Müssen man da vielleicht auch mal anders an den Ausblick oder irgendwo rangehen? Zum Beispiel, wenn eine Allianz 6 Milliarden macht, sind sie verteufelt, im nächsten Jahr 7 zu machen. Obwohl man ja schon sagen kann, welches Unternehmen weltweit kann sich erlauben, 6 Milliarden Gewinn zu machen? Ich meine, da muss man ja irgendwo auch sagen, muss es ja nicht irgendwann mal auch mal irgendwo einen Deckel geben, wo man sagt, hier arbeitet man gut auf dem Niveau und so kann es bleiben. Naja, ich würde sagen, also auch das ist ein Ergebnis des billigen Geldes. Wenn Liquidität vorhanden ist, dann sind die Gewinnerwartungen natürlich auch dementsprechend. Und wir gehen ja schon seit anderthalb Jahren davon aus, dass die zukünftigen Tendenzen in der Gewinnentwicklung als auch im Wachstum auf der Konjunkturebene also deutlich moderater ausfallen werden, als was wir jetzt hier in unserer Generation auch in den letzten 25, 30 Jahren erleben durften. Und man sieht es ja schon in Amerika, die geben sich ja jetzt schon mit Wachstumsraten zufrieden. Da wären sie ja vor 5 oder 10 Jahren aus dem Fenster für gesprungen. Mittlerweile sind sie ja froh, dass sie das haben. Und das sind meines Erachtens eben diese großen Zyklen, die man wirklich nur aus der großen Distanz betrachten kann. Und natürlich, die Wachstumserwartungen werden deutlich heruntergeschraubt und der Anpassungsprozess ist schmerzhaft. Aber auch hier, welche Alternative gibt es denn? Ja, man muss sich dann eben mit dem zufrieden geben, was da ist. Und das wird funktionieren. Ja, wobei die Diskussion über die Kapitalschmelze wird ja immer wieder geführt. Wachstumserwartungen müssen wir wahrscheinlich in den etablierten Industrienationen mal zurücknehmen. Aber wir haben ja gerade bei uns eine große Schwellenländerkonferenz gehabt. Es gibt natürlich in anderen Teilen der Welt Wachstumsraten, da träumen wir natürlich von. Und auch da muss man, wenn immer wieder China angeführt wird, auch sehen, dort auch vieles kreditfinanziert. Aber nichtsdestotrotz, Wachstum wird es immer irgendwo auf der Welt geben. Und wenn es letzten Endes nur einzelne Branchen sind, die davon partizipieren, dass sie andere Produkte oder andere Dienstleistungen substituieren können. Aber Wachstum wird es immer geben, man muss es halt suchen. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir in unseren Börsenbriefen seit Jahr und Tag von reinen Index-Investment abraten. Weil wir sagen, reines Index-Investment, da habe ich zwar die Guten auch alle dabei, habe ich aber auch leider alle Schlechten dabei. Und deshalb, wir achten nach wie vor den Sinn darin und auch die Aufgabe eines Fondsmanagers, dass er eben die attraktiven Titel raussucht, die übergewichtet zumindest, wenn er ein Relativ-Benchmark-Investor ist oder ansonsten wirklich ein Portfolio baut aus den Sachen, wo er sagt, da sehe ich Wachstum, da sehe ich einen Profit, und dann soll er da investieren. Ja, dafür kriegen die auch ihr Geld, ne? Würde ich auch mal sagen, und nicht zu knapp. Ja, genau. Volker, jetzt kam ja gestern auch noch neben der Aktion der EZB quasi ein Hattrick aus Amerika. Erst die Arbeitslosenzahlen waren über den Erwartungen, dann der Chicago Einkaufsmanager-Index war auch noch besser, als man erwartet hat. Und obendrein kam dann das Pagebook, die dann das Wort Rezession gar nicht mehr in den Mund genommen haben, sondern von einem sanften Aufwärtstrend gesprochen haben. Ist das Wort Rezession in Amerika jetzt wirklich Geschichte? Ja, ich würde sagen, schon Amerika wird sicherlich nicht in die Rezession reinrutschen. Es ist auch so, dass die Einkaufsmanager-Indizes alle noch über der wichtigen 50-Punkte-Marke stehen. Für Europa sieht es da sicherlich schon wieder anders aus. Hier sind ja viele Einkaufsmanager-Indizes inzwischen deutlich unter die 50-Punkte-Marke abgerutscht. Sogar in China hatten wir den PMI heute Morgen mit deutlich unter 50 Punkten inzwischen, was sogar in China auf eine zumindest darauf hindeutet, dass die Industrie nicht mehr wächst im Moment. Dort. Und deshalb, also rein konjunkturell gesehen,
würde ich auch die Zahlen jetzt nicht überbewerten. Wir wissen, dass ja die Arbeitsmarktzahlen sind einen Monat gut und im anderen Monat können die schon wieder ganz anders aussehen. Tendenziell sind 200.000 für die amerikanische Wirtschaft immer noch zu wenig. Ich glaube, man braucht 300.000, ne, um letztlich Beschäftigungsaufbau hinzubekommen. Und davon sind wir immer noch weit entfernt. Also überbewerten würde ich das nicht. Also es ist jetzt nicht alles konjunkturell super. Ja, aber es wird besser. Da können wir uns darauf einigen. Licht am Ende des Tunnels, ist kein entgegenkommender D-Zug. Ja, genau, hervorragend. Phrasen brauchen Phrasenschwein. Heute fallen hier, aus dem Schweineohr kann man keinen Seitenschal machen. Also hier ist den finde ich gut, den muss ich mir wirklich machen. Ist ja alles dabei, meine Damen und Herren. Also ist trotzdem weiterhin Vorsicht geboten, auch obwohl wir jetzt mal zwei sprunghafte Tage gesehen haben, sollten Sie lieber nicht Ihr ganzes Geld in den Aktienmarkt stecken. Ob Sie Ihr Geld in die Aktie von Steico stecken sollten, das klären wir jetzt. Wir kommen zu unserem Stresstest. Kann ich da kurz nochmal einhaken? Warum sollte man sein ganzes Geld nicht in den Aktienmarkt stecken? Ja, wir haben das gerade gesagt. Der Volker hat gesagt, 30% Cash, 30% in Anleihen. Ach so, meinst du das? Ja gut, okay, ja. Das ist in Ordnung. Ich dachte, wir hätten jetzt noch von anderen Assetklassen gesprochen, die jetzt irgendwie höher anzusiedeln sind, weil das sehe ich jetzt im Moment natürlich nicht so. Nein. Man soll auch ein bisschen Cash halten. Das ist das ganze Geld. So, haben wir das auch geklärt und kommen dann jetzt zum Stresstest. Come with me. Steiko, Herr Bernecker, ein Zuschauer hat uns eine Aktie geschrieben und hat gesagt, unser Stresstest soll heute mal über die Aktie von Steiko gehen. Was halten Sie denn von diesem Wert? Also grundsätzlich bin ich bei Steiko, ich bin ein größerer Steiko-Fan, muss ich ganz klar sagen. Ich habe Steiko schon seit einigen Jahren begleitet und bin eigentlich sehr angetan von der Story, nämlich dass es sich dort um einen Hersteller von Baumaterialien handelt, die ja so ein bisschen im Trend liegen, weil sie eben ökologisch akzeptabel sind und die haben auch ein sehr gutes Wachstum hingelegt. Und natürlich ist es aber auch so, dass Steiko dann in einem sehr zyklischen Umfeld sich behaupten muss und natürlich auch in einem Umfeld, wo es sehr viel Wettbewerb gibt und die jüngsten Meldungen dazu haben das ja auch auf der Vorstandsebene so bestätigt. Steiko ist ja letzte Woche abgestraft worden, weil sie die Prognose für das laufende Jahr gekappt haben, beziehungsweise etwas eingeschränkt haben und weil sie davon berichtet haben, dass es eben vermehrt Wettbewerb gibt. Andererseits muss ich dann aber auch sagen, in dem nervösen Umfeld, in dem wir uns da bewegt haben, ist die Steiko übermäßig bestraft worden. Die notiert ja jetzt deutlich unter dem Eigenkapital, welches ungefähr bei 7 Euro, 7,50 Euro liegt. Und aktuell liegt der Wert, glaube ich, bei 5,50 Euro. Also insofern hat es da meines Erachtens ein paar Panikverkäufe gegeben, die natürlich bei einem engen Wert wie Steiko dann noch erstmal verdaut und verkraftet werden müssen. Gleichwohl hat das Unternehmen aber die Wachstumsprognose für nächstes Jahr nicht deutlich nach unten revidiert, sondern ist immer noch von einem Wachstum ausgegangen. Ja, die Gewinnmargen werden etwas schrumpfen, weil eben der Wettbewerb sich etwas verschärft hat. Aber solange diese Prognose weiterhin gilt, gehe ich davon aus, dass dass die Aktie jetzt ein Erholungspotenzial hat, zumindest also auf dieses Eigenkapital-Level. Und das sind vom jetzigen Kursniveau 5,50 Euro auf 7 Euro, 7,50 Euro ja doch einige Prozente, die da nochmal gut zu machen sind. Und ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Wochen passiert. Es ist natürlich so, dass der Markt zunächst einmal seinen Fokus und sein Augenmerk auf die großen Schwergewichte richtet und nicht unbedingt auf Aktien der zweiten oder dritten Reihe. Aber solange die Story des Unternehmens intakt ist, muss ich sagen, ärgerlicher Ausrutscher, macht keine Freude, so etwas dann erstmal im Depot zu haben. Aber man muss sich fragen, was können wir daraus machen? Und wenn wir jetzt eine Stabilisierung haben bei 5,50 Euro, will ich eher dazu neigen, in den nächsten Tagen vielleicht nochmal zu verbilligen, aufzustocken und dann die Erholungsphase auf 7 Euro, 7,50 Euro mitzumachen, weil da müsste die Aktie schon noch hin. Und das wäre dann erstmal die unmittelbare Chance. Herr Drescher muss zu Einzelwerten schweigen, deswegen darf er ein bisschen mehr trinken. Volker, was hältst du von Steiko? Das nächste Mal komme ich auch als Volker. Ja, unser Chef hat ja jetzt schon sehr, sehr weit ausgeholt. Es gibt fast gar nichts mehr dazu hinzuzufügen. Es ist ganz klar, es ist richtig ein Unternehmen, was grundsätzlich gesund ist und profitabel ist, aber gleichzeitig zum 0,7-fachen Buchwert bewertet wird, ist natürlich schon extrem günstig. Und das ist schon eine Bewertungsineffizienz, die wahrscheinlich jetzt über die nächsten Wochen wieder angeglichen wird. Also ich denke auch, dass wir das Tief jetzt da weitgehend gesehen haben und uns Richtung 7 Euro, 7,50 Euro wieder erholen werden. Von daher, wer die Aktie jetzt im Depot hat, verkauft sie nicht. Okay, dann hätten wir das auch besprochen. Wer die Aktie hat, bleibt dabei und hofft auf die Erholung. Also Steiko
hat, sage ich mal, mit ein paar kleinen Dellen den Stresstest bestanden. Und bevor ich es an dieser Stelle vergesse, diesmal sehe ich nämlich, dass die Bauchbinde eingeblendet worden ist. Redaktion@bernecker.tv, wenn Sie auch einen Vorschlag haben für eine Aktie, die wir im Stresstest unter die Lupe nehmen sollen, dann schicken Sie bitte die E-Mail an diese Adresse. Hier haben wir sie gerade nochmal gesehen. So, das war also der Stresstest. Jetzt kommen wir zu den vier Werten, die bestimmen wir nächste Woche unendlich besser. Einmal DAX, einmal Österreich, einmal haben wir, so lange kann was auch ich immer, ne? Aussprechen. Der Name ist so lang, da brauche ich den Chart, um das oben abzulesen, und dann haben wir auch nochmal was mit Banken. Fangen wir mal mit dem DAX an, Herr Bernecker. Welchen Wert haben Sie ausgesucht, der in zwei Wochen im DAX unheimlich gut performen wird? Ja, also ich war letztes Mal ja schon sehr erfolgreich mit meiner E.ON-Empfehlung. Da durfte ich ja schon die Runde, ich glaube, zweimal zahlen. Ich weiß es nicht mal ganz genau. Für E.ON hättest du es eigentlich zweimal zahlen müssen. Ja, gut. Ich habe ja letztendlich unterm Strich dann auch irgendwann recht gehabt. Aber vom Timing her, nun gut, das war verbesserungsbedürftig. Muss ich mal an die Tanja halten. Die hat mit ihrem Goldcall hier gewonnen. Ist das so? Ja. Ja, jetzt weißt du auch, warum sie bei uns im Depot-Scout-Team die Leiterin ist. Also, genau. Ja, ich bin und bleibe natürlich im DAX, das ist klar, und ich verfolge schon seit einiger Zeit mit Spannung die ganze Entwicklung bei Thyssen und bin auch der Auffassung, dass die ursprüngliche Einschätzung, die wir zu Thyssen gegeben haben, immer noch intakt ist. Der Konzern wird ja umstrukturiert und umgebaut. Allerdings ist Thyssen natürlich auch ein klassischer Zykliker und dementsprechend auch seit August, man sieht es hier in der Grafik sehr schön, entsprechend abgestraft worden, weil natürlich das Gerede um Rezession, ja oder nein, gerade in dem Bereich stark zum Ausdruck kommt. Und natürlich wird es auch so sein, dass Thyssen die Zahlen revidieren muss, weil wir haben ja in der Tat eine Wachstumsverlangsamung auf der globalen Ebene. Und ich glaube, in einer Woche ist da eine Bilanzpressekonferenz und da soll es ja dann dementsprechend auch eine Gewinnwarnung geben. Und ich spekuliere jetzt mal darauf, dass diese Gewinnwarnung schon weitgehend eingepreist ist in dem Kurs. Ja, wir haben ja auch schon. Steiko. Ja, nun, dem Mutigen gehört die Welt. Genau. Und wir haben ja gerade in der Grafik auch gesehen, dass wir dort einen technischen kleinen doppelten Boden bei Thyssen haben. Das finde ich auch immer wieder sehr ermutigend. Also die Kombination von vorweggenommener Gewinnwarnung und technischem Boden veranlasst mich zu sagen, ich wette auf eine Fortsetzung des Erholungskurses bei Thyssen und würde Thyssen aufnehmen wollen. Okay. Herr Drescher, ich musste Sie lange überreden, dass Sie überhaupt was mitbringen. Als ich gesagt habe, Zeitraum zwei Wochen, ist er mir, muss ich den Telefonhörer direkt mal 3 Meter weiter wieder weghalten. Ich geht überhaupt nicht, 2 Wochen, keine Chance. Und dann hat er nochmal angerufen und gesagt, okay, ich habe doch was gefunden, aber ich möchte sagen, dass es sehr hochspekulativ ist und deswegen, bitteschön. Genau, ich habe gesagt, das ist unseriös, für 2 Wochen eine Anlageempfehlung abzugeben. Aber Sie haben gesagt, Sie übernehmen die Beraterhaftung für alles, was hier in der Sendung gesagt wird. Ja. Und dann habe ich gesagt, dann hätte ich vielleicht was, weil mit Blick auf das, was gestern von der EZB beschlossen worden ist und mit Blick auf die Runde der Staats- und Premierminister in der nächsten Woche, habe ich mir mal überlegt, die Bankwerte im Eurostoxx sind schon ziemlich stark gegängelt worden, dass man mal antizyklisch ein Zeichen setzen sollte. Wir sind Contrarian-Investoren und haben vor dem Hintergrund gesagt, wenn es für 2 Wochen sein soll, dann wollen wir den Markt auch 1:1 ausnahmsweise abbilden und schlage vor, dass wir den Eurostoxx 600 Banks nehmen und dass man da mal investiert. Ich denke, dass derjenige, der vielleicht in den nächsten 2 Wochen, wenn ich den Deckel bezahlen muss, investiert hat, nicht so ganz zufrieden ist, auf jeden Fall sich mit Blick in die nächsten 1-2 Jahre einen Sparplan in sowas lohnen könnte. Denn mit gleichbleibenden Raten in so ein Ding rein, da glaube ich, wird man dauerhaft Spaß haben und dann ist die Empfehlung nicht mehr ganz so unseriös wie für 2 Wochen Eimeranlage in das Ding. Ja gut, aber wir müssen... Ist ja noch mutiger als ich. Ja, das ist immer... Hans Bernecker schon klatschen. Bis hierhin... Jetzt gehe ich gerne mal den Chart vom Volker, seinem Vehikel, was er da ausgesucht hat, weil, das muss ich da oben ablesen, das ist der Luxor ETF Daily Double Short Band und wofür steht AC? Ich weiß es nicht. Ist eigentlich auch egal, ich habe das Produkt habe ich jetzt auch einfach nur ausgewählt, weil der Name so schön klingt ja. Und was so einen schönen Namen hat, kann eigentlich nur steigen.
Ein Hintergrund ist der, den Jens auch eben schon angesprochen hat, dass wir schon von einer Trendwende am Zinsmarkt ausgehen. Es ist ja so, dass bei den 10-jährigen Bundesanleihen zuletzt die Auktion bei weitem nicht durchgegangen ist. 35% des zu platzierenden Volumens konnte man nicht unterbringen. Und daraufhin sind die 10-jährigen Renditen ja schon deutlich angestiegen. Und wir gehen schon davon aus, dass sich das jetzt in den nächsten Wochen und Quartalen deutlich fortsetzen wird. Das muss man auch vor dem Hintergrund sehen, dass auch Deutschland im nächsten Jahr extrem viel refinanzieren muss. Und zwar sind das 273 Milliarden Euro. Und das wird man nicht zu 2,5% schaffen für 10-jährige Bundesanleihen. Und aus diesem Grund setze ich eben auf dieses Produkt, das ist zweifach gehebelt, läuft in etwa parallel zum Bund Future. Also das, was der Bund Future einfach verliert, das verdienen sie aber das darin doppelt. Ja. Aber dass ein Bernecker-Redakteur eigenständig nochmal einen Fonds empfehlen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Prost. Feine Sache, ne? Aber hier musst du natürlich direkt rein. Vielleicht noch kurze Werbung einer Sache. Es gibt noch das Depotspiel, da habt ihr euch auch für diesen ETF entschieden. Aber ihr habt da ein Limit gesetzt, da muss er erst einmal auf 133 runterkommen, der Bund Future, ne? Okay, ist richtig. Im Depotspiel haben wir es so gemacht, auf der anderen Seite haben wir es jetzt auch ins Allround-Depot des Aktionärsbriefes reingepackt, ohne Limit. Also ich denke, man kann auch sofort kaufen, kommt eben auch auf die Perspektive an, die man jetzt sieht, wenn man einfach mal wenn man über 12 Monate sich die Sache anschaut, dann denke ich, kann man mit diesem Produkt sicherlich 30% verdienen. Ja, hervorragend, man kann alles kaufen, ne? Ist ja gut. Gut, wir müssen ja auch zugeben, 2 Wochen ist ja auch ein kurzer Horizont, da kann man ja nicht eigentlich so... In der aktuellen Welt, in der wir uns befinden, ist 2 Wochen schon verdammt lange, muss ich sagen. Also da sieht eine Woche sieht die Welt so aus und eine Woche später schon wieder ganz anders. Also insofern. Deswegen war jetzt hier auch so Vehikel am Start sind, habe ich mich auch für was Hochspekulatives entschieden aus Österreich, vor den Nachbarn. HTI, schon mal gehört? Nee. HTI, Hightech Industry AG. Die machen Leichtbau und Fenster, Kunststoffe, alles in Engineering. Ist ein kleinerer Wert, hochspekulativ, haben aber jetzt gute Zahlen gebracht, haben nämlich nach 9 Monaten wieder ein Plus von 0,5 Millionen Euro. Letztes Jahr waren es noch ein Minus von 2,2. Das ist der Wahnsinnsaufwärtstrend. Ja, super, ne? 2,2 Millionen. Technische Signale. Genau. Gestern neue Fenster gekriegt und die waren von HTI? Ja, nee, die machen nur so Rahmen. Aber das interessante Fenster ist nämlich auch das Stichwort, die warum die... besondere Kondition. Das ist ja das. Verdankt sich hier auf den Fennystock. Ja, das ist ja hochspekulativ. Aber Fenster ist das Stichwort. Die arbeiten mit dem größten Fensterhersteller aus Asien zusammen und China hat erst kürzlich jetzt durchgedrückt, dass alle Neubauten in China müssen ab sofort Kunststofffenster haben. Egal, wo was ausgetauscht wird oder neu gemacht wird, da müssen Kunststofffenster rein. Haben die per Gesetz beschlossen im Reich der Mitte. Und aktuell haben alle chinesischen Häuser, zusammengefasst, 3% Kunststofffenster. Ja. Und HTI liefert... Die arbeiten ja mit dem größten Fensterhersteller aus Asien zusammen. Also da könnten einiges reinkommen. Der Vorstand hat auch vor kurzem gesagt, er hat den höchsten Auftragsbestand seit der Unternehmensgeschichte. Also die Geschäfte laufen gut. Die könnte jetzt über den 1 Euro da oben rüberspringen. Dann könnt ihr die durchaus bis 1,50 Euro bis 1,60 Euro. Wundert mich, dass die Chinesen jetzt die Österreicher brauchen, um Fenster zu bauen. Ja, da guckst du mal, ne? Die brauchen den asiatischen Konkurrenten, mit dem HTI zusammenarbeitet. Außerdem arbeiten die auch mit BMW zusammen. Und das war erstaunlich, hat der Vorstand auch erklärt. Die stellen ein kleines, winziges Teilchen her fürs Getriebe. Und alleine dieses Teilchen, was leichter ist als das, was BMW vorher hatte, spart jährlich 1 Million Dieselkraftstoff. Alleine dieses eine Teilchen. 1 Million was? Liter? Ja, Euro? 1 Million Liter. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Deswegen setze ich auf HTI. Mal gucken. Ist hochspekulativ, muss ja auch nicht jeder mitmachen. Entweder komme ich damit wieder gut voran oder ich bin wieder letzter. Du hast ja zweimal gewonnen, ne, hintereinander. Ne, einmal nur. Letztes Mal war ich letzter und habe gesagt, ich will nicht mehr letzter sein. Dafür habe ich dann direkt jetzt den ersten Platz gemacht. Schauen wir mal, was in 2 Wochen ist. So. Und jetzt kommen wir noch zu unserem Tippspiel. Und auch das kündige ich heute gerne an, denn ich habe das, Volker, wie nennt man es? Wenn man zweimal Meisterschaft und Pokal ist das? Das Triple. Hast du geholt. Gucken wir schnell mal auf die Übersicht. Ja, 6.117 habe ich vor 2 Wochen getippt und war damit am nächsten dran am DAX. Also kriege ich ein 5-Liter-Fässchen Bier. Ja, so läuft der Hase, meine Damen und Herren. Jetzt gucken wir mal, wie die neue Tipprunde ausgeht. Volker, wo steht der DAX in 2 Wochen? 6.178 Punkte.
Verbrecher dürfen Sie den Komma so und so. Einzelwerte. Das ist ja kein Einzelwert, sind ja 30 Werte. Dürfen Sie sagen, wo der DAX im. Ich will noch mal ein bisschen an meiner Glaskugel, Glaskugel hier reiben, vielleicht sehe ich dann auch was. Sie und, können es mir auch ins Ohr flüstern. Die Ziehung, sagen, die Ziehung der Lottozahlen ergibt hier irgendwas um die 6.220, 250. Ja. Ich mache wieder den Superoptimisten. Ja, das ist ja gar keine Frage. Mit Thyssen als treibender Kraft? Ja, genau. Thyssen als treibender Kraft, wohl richtig, sehr gut erkannt. Also, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir vielleicht noch ein paar Anschlusskäufe bekommen, wo stehen wir jetzt bei 6,4? 6,4? Ja, 6.000, ein bisschen drüber. Da sind 6.000, wir 6.041. Genau. Ja, deswegen sage ich dann ungefähr 6,4, weil ich würde sagen, dass wir die Spitze vom Herbst nochmal testen werden. Das wäre meines Erachtens das Mindeste. Das also 6,4 glatt. Also das Schöne ist, ich brauche wahrscheinlich nicht zu zahlen, nach oben, nicht nach unten. Wieso? Super noch so ich skeptisch. Was machst du denn? Also ich sage, wir steigen nicht so moderat. Ich sage so 6.247. Gut. Das ist ja ziemlich nah an mir, aber wenn sich da wohlfühlen. Klar. Ich mache das ja vorher nicht immer. Das ist aber jetzt auch irgendwie langweicher. Sind wir drei jetzt sehr eng aber zusammen? Also dann gehe ich auf 5,8 runter. Ich wollte gerade sagen, also nein, Quatsch. Wenn vier Leute so eine Konsensmeinung haben, muss man sagen, bringt Frauen und Kinder in Sicherheit, es geht auf die 5,8 runter. Ja, aber wenn sie die Position dann schon besetzen, für meine Bankwerte wäre das schlecht. Okay, du müsstest eigentlich ein bisschen bearischer sein. Ne? Also bitte? Von dem, was du eben gesagt hast, müsstest du jetzt eigentlich so deutlich unter. Ich weiß nicht, woher soll eine Anschluss. Ich weiß nicht, welche Anschlusskäufe da kommen. Also ich telefoniere auch mit vielen Brokern hier, Lang und Schwarz und so weiter. Die haben nichts zu tun. Ja? In früheren Phasen, wenn du so starke Aufwärtsbewegungen hast, da stand das Telefon nicht still. Ja? Die haben nichts zu tun. Die lassen Hubschrauber da fliegen. Einer dieser Broker von Lang und Schwarz, den du da ansprichst, der hat aber jetzt sich auch geäußert und war auch ziemlich bearish. Also man müsste sich ja anschließen. Also das wäre für mich jetzt auch kein Indiz dafür, dass das Broker was zu tun haben oder nicht zu tun haben. Erstmal gibt es viele andere Bereiche, wo Liquidität reinfließt. Wir haben uns ja, Björn, neulich darüber unterhalten. Du hattest das ja auch in dem Brief dann auch skizziert, dass ja insbesondere die Staatsfonds da groß agieren. Und das ist ja auch das, was wir schon den ganzen Sommer gesehen haben. Ich habe das nochmal nachgelesen, was du da geschrieben hast. Das ist ja wirklich sehr interessant. Nämlich in dem Moment, wo also hierzulande groß die Muffe sozusagen rumgeht und Kasse gemacht wird, greifen dann also die asiatischen Staatsfonds massiv zu. Und ich glaube, dass auch gestern dort die Staatsfonds irgendwie aktiv gewesen sind. Man sieht es auch so ein bisschen am Volumen. Und ich glaube, es sind eben die starken Hände, die jetzt kaufen. Und davon gibt es andere behaupten, das sind Computerprogramme, die das Ganze hochziehen. Die einen sagen so, die anderen so. Nein, bei den Staatsfonds, also da weiß man das ja. Es geht ja meistens über die ETFs und das sind ja dann nicht so viele Computer. Ja, aber es gibt ja auch keine konkreten Zahlen. Ne? Das ist so ein Begriff, der in der Welt liegt. Staatsfonds haben gekauft. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Zum Abschluss bleiben für mich nur noch zwei Fragen übrig. Die erste ist, seit Einführung des Computers hat ein Broker jemals schon was zu tun? Und die andere ist, wenn die Hubschrauber fliegen lassen, das ist schön, dass du sie erwähnst, an die Chefs dieser Broker, die Abmahnung können Sie unten rechts bei uns auf der Seite als Formular ausdrucken. Sie brauchen nur noch den Namen Ihres Arbeitnehmers eintragen, der da den Jetzt wird Volker auch in Zukunft etwas weniger telefonieren, nämlich mit den Mitarbeitern. Die erzählen dir gar nichts mehr. Sie brauchen nur noch den Namen eintragen, das andere steht drin, Abmahnung wegen Hubschrauber fliegen lassen während der Arbeitszeit. Da machen wir einen Vordruck. Klingelt einfach durch hier. Das war der Stammtisch, meine Damen und Herren. Hoffentlich war es kein Broker. Danke, dass ihr dabei wart. Ihnen auch viel Spaß und viel Erfolg an der Börse. Auf Wiedersehen. Tschüss.